Aufgrund dieses Lagebildes alarmierten dann die eintreffenden Kräfte sofort weitere Kräfte nach, sodass wir letztendlich hier mit mehr als 3 Löschzügen im Einsatz waren. Über die brennende Fassade hat sich das Feuer auch in die Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare.
ganz dumme Schwätzer in der Vorratspressesprecher. Wir wurden um 4.55 Uhr durch Anrufer informiert, dass es im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach in der Leobener Straße brennen sollte. Die Anrufer meldeten ein brennendes Fahrzeug in einem Unterstand an einem Gebäude. Und die integrierte Leitstelle entsandte daraufhin zunächst den zuständigen Löschzug der Feuerwache 4 in Feuerbach. Die Kollegen trafen bereits um 4.59 Uhr an der Einsatzstelle ein und fanden ein brennendes Auto vor. Das Feuer hatte sich von dem Fahrzeug bereits auf das Gebäude ausgebreitet. Es brannte die Fassadenisolierung bis auf Höhe vom dritten Obergeschoss und ein weiteres danebenstehendes Fahrzeug war ebenfalls in Brand geraten. Aufgrund dieses Lagebildes alarmierten dann die eintreffenden Kräfte sofort weitere Kräfte nach, sodass wir letztendlich hier mit mehr als 3 Löschzügen im Einsatz waren. Also ein dritter Alarm? Genau, es waren 3 Löschzüge vor Ort, das heißt bei uns Einsatzstichwort dritter Alarm. Und es waren noch weitere Sonderfahrzeuge mit dabei. Wie sah das vor Ort aus mit Bewohnern? Das sind ja bewohnte Häuser gewesen. Waren die schon alle draußen? Musste irgendjemand evakuiert oder gerettet werden? Zum Glück hatten in dem betroffenen Gebäudeteil bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen können, sodass die Feuerwehr niemanden mehr retten musste. Der rechte Gebäudeteil war vom Brand nicht betroffen. Dort waren noch Personen, die waren aber sicher, wurden deshalb von der Feuerwehr in ihren Wohnungen gelassen. Gab es Verletzte bei dem Einsatz? Es gab durch den Brand keine Verletzten, nur eine Person klagte im Verlauf des Einsatzes über Kreislaufschwäche. Diese wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt und konnte dann aber wieder entlassen werden. Hat das Feuer in Wohnungen eingeschlagen? Weil ich habe gesehen, bei den Fenstern sind Glasscheiben zu Bruch gegangen. Also ist irgendwie das Feuer in einer der Wohnungen dann übergegriffen oder reingegangen? Das ist richtig. Über die brennende Fassade hat sich das Feuer auch in die Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Dort sind auch die Fenster durch die Flammeneinwirkung gebrosten, sodass dort ebenfalls ein immenser Brandschaden entstanden ist. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss ist auch unbewohnbar, weil dort massiv Rauch durch die geöffneten Fenster in die Wohnung eingedrungen ist. Es gab dort also keinen Brandschaden, nur Rauchschaden. Wie sieht es mit den Bewohnern aus an der Stückzahl, die jetzt momentan wohnungslos sind und anders untergebracht werden müssen? Die Bewohner aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss haben eine anderweitige Unterkunft bereits selbst organisieren können. Die Bewohner aus dem ersten Obergeschoss werden jetzt über das Amt für öffentliche Ordnung in eine Notunterkunft untergebracht. Gab es besondere Herausforderungen bei euch bei der Lage, bei dem Einsatz? Die besondere Herausforderung war die immense Brandausbreitung im Moment des Eintreffens, die eine sofortige, umfangreiche Intervention notwendig gemacht hat, sodass wir mit mehreren Löschrohren sofort die Brandausbreitung eindämmen mussten. Das ist dann tatsächlich auch gelungen. Nichtsdestotrotz haben auch die Nachbargebäude durch die Wärmeeinwirkung leichte Schäden erlitten, wie zum Beispiel an Rollläden und Ähnlichem. Was passiert jetzt noch an der Einsatzstelle? Derzeit prüfen wir die Statik der Fassade, weil dort die Isolierung ja unter dem Putz weggebrannt ist. Und wir schauen, inwiefern die jetzt dort stabil ist oder ob wir sie vielleicht noch ein bisschen abtragen müssen, damit wir den sicheren Zugang in das Gebäude für die verbliebenen Bewohner dann sicherstellen können. Und abschließende Frage, ganz kurz, wie sieht es aus mit der Einsatzzahl von Fahrzeugen und Mann, ganz grob, also das brauche ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, wir waren mit 3 Löschzügen und diversen Sonderfahrzeugen vor Ort. Das waren seitens der Feuerwehr insgesamt 58 Einsatzkräfte. Vom Rettungsdienst waren ein leitender Notarzt, der organisatorische Leiter, ein Notarzt und mehrere Rettungswagen vor Ort mit insgesamt 12 Einsatzkräften. Und für die Betreuung der Bewohner ist jetzt noch eine Schnelleinsatzgruppe und ein Kriseninterventionsteam vor Ort. Vielen Dank, Herr Lehmann. Gerne.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.